So, wir fahren hier mit Pascal Wehrlein durchs Motodrom von Hockenheim. Pascal, erzähl mal ein bisschen, du hast hier letztes Jahr deinen DTM-Titel gewonnen. Wie fühlt es sich für dich an, immer noch hier in Hockenheim mit dem Auto über den Kurs zu fahren? Ja, Hockenheim ist eine ganz spezielle Strecke für mich. Erstens bin ich hier im Jahr 2000 mit 5 Jahren zum ersten Mal live vor Ort gewesen mit meinen Eltern und war auf der Tribüne und habe mein erstes Formel-1-Rennen dort von der Tribüne aus gesehen. Da fahren wir jetzt gleich vorbei. Jetzt sind wir hier in der letzten Kurve, fahren auf Start und Ziel. Hier ist ganz wichtig, schnell. Soll ich die Strecke auch so ein bisschen erklären, ja, was gerne wichtig ist im Auto? Hier viel Schwung mitnehmen im Qualifying, die Strecke komplett ausnutzen, weil die gerade ein bisschen länger ist. Hier auf der linken Seite bin ich gesessen, kurz vor der ersten Kurve. Ja, wie gesagt, es war im Jahr 2000, da war ich 5 Jahre alt und damals hat Rubens Barrichello gewonnen. So. Und das hat dir nicht gut gefallen? Das hat mir nicht gut gefallen, ich war Mika Häkkinen-Fan und hat mich sehr geärgert als kleines Kind. War sehr traurig. Alles klar, so, jetzt sind wir in der ersten Kurve. Jetzt sind wir in der ersten Kurve, genau, mit Motodrom-Eingang die schnellste Kurve oder mitunter die schnellste Kurve. Hier gibt es immer Diskussionen mit der weißen Linie hier, weil man einfach so viel Strecke wie möglich benutzen möchte, dass man ein bisschen größeren Radius fahren kann. Wird mit über 200 km/h gefahren. Dann haben wir hier wieder ein kurzes gerades Stück. Hier bremst man bei ca. 100 Metern beim Anbremsen. Hier gibt es eine starke Bodenwelle, sieht man auch, dass die Strecke dort ein bisschen dunkler wird. Das heißt, dort blockieren die Vorderräder sehr gerne. Dann hier ganz wichtig, den Scheitelpunkt zu treffen und früh ans Gas zu kommen, weil hier kommen wir jetzt auf die längste Gerade Richtung Parabolica. Dieser Linksknick hier kann man mehr oder weniger ignorieren, der geht Vollgas, wenn man den Abtrieb hat. Hier ist Ende erster Sektor, die Zeit wird hier gemessen. Kommen wir hier jetzt auf die Gerade, das überholen wir hier mal. Wir sagen gerade dazu, es ist eigentlich immer so ein leichter Linksknick, aber im Trockenen geht der voll, im Nassen geht der voll. Im Winter wahrscheinlich auch noch, deswegen sehen wir den als Gerade an. Hier die beste Stelle auf der Strecke zu überholen, Parabolica Kurve 6, sagen wir dazu. Man bremst zwischen 150 und 100 Meter, kommen mit ca. 330, 340 an, schaltet bis in den ersten oder zweiten Gang runter. Hier braucht man den Scheitelpunkt nicht unbedingt treffen, aber wichtig ist hier auch wieder ganz viel Schwung mitzunehmen. Falsche Richtung! Ganz viel Schwung mitzunehmen, weil das die zweitlängste Gerade ist sozusagen. Und hier gibt es immer sehr spannende Zweikämpfe. Zum Beispiel das von dir mit Nico Müller? Ja, zum Beispiel. Erzähl ruhig mal, was war da passiert? In meinem letzten DTM-Rennen letztes Jahr, als ich schon DTM-Meister war, habe ich dann leider am Sonntag im zweiten Rennen mein Auto beschädigt am Start und bin dadurch sehr weit zurückgefallen und dann hatten wir einen Zweikampf am Ende des Feldes und mein Auto war schon ziemlich ramponiert und dann hat er mich hier mit DRS auf der Geraden überholt und ich habe ihn wieder zurück überholt, bin dann über den Curb gesprungen, wir haben uns berührt und er hat dann nur gesagt, oder geschrien am Funk, hier ist, das müssen wir dann überpiepsen. Yeah. Pieps. He's crazy, this... Nochmal piepsen. Genau. Gut, und jetzt kommen wir... Er ist verdammt verrückt. Ja. So, jetzt sind wir hier vor der Mercedes-Tribüne. Hier ist immer sehr viel los, egal ob bei der DTM oder bei der Formel 1. In meinem vorletzten DTM-Rennen, als ich noch um die Meisterschaft gefahren bin, war hier ein Schild mit Go Pascal oder die ganzen Fans hatten so Schilder und über die ganze Tribüne konnte man dann Go Pascal lesen, glaube ich. Ich glaube, es war Go Pascal und hier ist immer super Stimmung und dann natürlich nach den Rennen
gibt es hier immer viele Donuts. Da habe ich hier natürlich auch dann meine Donuts gedreht am Samstag, als ich Champion geworden bin. Und super Atmosphäre immer. Mhm. Immer richtig viel los. Ist ja ein provisorisches Interview. Wird akzeptiert. So, dann hier nochmal ein schneller Rechtsklick, bevor wir hier die Zeit messen für den zweiten Sektor und in den dritten Sektor reinfahren. Hier kommt jetzt ein sehr cooler Sektor, weil die Kurve ist erstens richtig schnell, wird auch mit über 200 km/h gefahren und zweitens fällt man dann eben ins Motodrom rein und bekommt dann hier immer eine ganz besondere Atmosphäre, weil hier viele Zuschauer sind und man quasi wie in ein Stadion reinfährt. Mhm. Die Kurve hier ist auch sehr tricky, weil man hier immer weit rausgetragen wird und dann dazu tendiert, hier innen oder sich zu drehen und dann innen einzuschlagen. Auch eine gefährliche Kurve. Dann hier Sachskurve, eine ganz spezielle Kurve, weil letztes Jahr zum Beispiel in der DTM hatten wir hier eine ganz andere Ideallinie oder allgemein im DTM hat man hier eine andere Ideallinie als zum Beispiel in einem Formelfahrzeug. Wir fahren hier ganz außen und nutzen dieses Banking, das die Kurve hat, um außen einfach schneller zu fahren und ein bisschen später bremsen zu können. Und ich schätze mal, dieses Jahr mit der Formel 1 wird man eine ganz normale Linie fahren mit Scheitelpunkt innen und dann wieder rausfahren. Aber die DTM hat hier immer eine ganz besondere Linie gehabt. Hier ist ganz leicht, sich zu verbremsen und dann schlägt man hier in die Reifenstapel ein, weil das Vorderrad sehr einfach zu blockieren ist. Und hier am Ausgang eine starke Bodenwelle. Das merken wir sogar mit der E-Klasse hier. Dann hier ein leichtes Geschlänge. Es geht ganz leicht Vollgas, ohne Probleme. Dann kommen wir schon wieder in die vorletzte Kurve. Hier ist einfach ganz wichtig, die zwei Kurven. Eigentlich sind es zwei Kurven, aber man muss die zwei Kurven als eine Kurve sehen mit quasi den Scheitelpunkt aus, also innen, außen und dann wieder innen und das quasi in einer Lenkbewegung machen. Das heißt, hier wird man rausgetragen und im Idealfall so weit nach außen, dass man quasi gar nicht nochmal einlenken muss, sondern einfach in einem Radius durchfahren kann. Und dann sind wir schon wieder auf Start und Ziel. Ja, wunderbar. Das war eine Runde mit Pascal Wehrlein. Viel Erfolg dann in Hockenheim. Danke.